Die 19-jährige Jungmutter Jacqueline träumt schon lange von einer Hochzeit in Weiß. Viele Brautmodengeschäfte hat sie schon besucht und auch schon viele Brautkleider probiert. Doch sie muss noch warten, bis sie und ihr Freund Dominik das nötige Kleingeld dafür haben. Sehnsüchtig lässt sie ihre Blicke über weißen Samt schweifen. Und irgendwie will sie einfach nicht mehr länger warten. Schließlich liegt der Antrag jetzt schon über ein Jahr zurück. Brav ging Dominik damals den Weg über seine Schwiegermutter. Erzähl, Bua, was hast du für ein Problem? Problem haben wir überhaupt keins. Was denn? Du weißt, wie sehr ich deine Tochter liebe, oder? Ja. Und jetzt würde ich gerne in ihre Hand anhalten. Was? Da schaust du, gell? Was mich jetzt? Um ihre Hand anhalten. Ja. Und damit möchte ich sie halt überraschen. Na, dann mach das. Ja. Freust dich? Sicher? Ich war schon aufgeregt, ja. Wenn ich gewusst habe, sagt ja, sagt nein. Ich hab dich urvermisst. Ich dich auch. Und du weißt, dass ich dich über alles liebe. Du bist mein Ein und Alles. Das weißt du. Du meinst auch. Und nie wieder will ich dich verlieren. Ich dich auch nicht. Dann sollte ich dich fragen, willst du mich heiraten? Ja, ich will. Pretty woman, won't you pardon me? Ja, die Traumhochzeit schaut so aus. Also weiß heiraten auf jeden Fall. Dann standesamtlich und kirchlich gleich in einen. Und mit ganz vielen Leuten eben und mit unseren Freunden und Freundinnen. Mit der Familie eben. Ja, und am schönsten wäre es halt im Schloss Schönbrunn, weil es schön groß ist und auch schön zum Anschauen ist. Entweder mit einer Kutsche mit einer weißen und vier weißen Pferden, also mit Fiaker eben, oder eine große Stretch-Limousine, eine weiße, mit so einem Himmel und Champagner. Das wäre schon meins. Möchten Sie das probieren? Das schaut sehr gut aus. Ja. Könnte von der Größe her auch passen, ja? Mein Kleid stelle ich mir eigentlich so vor wie in die Kaiserzeiten. So ein breites Kleid, so wie die Kaiserinnen herumgerannt sind. Ich würde halt gerne mal so ausschauen wie die Sissi. Das ist ein bisschen zu groß, aber ich schaue es Ihnen ab. Damit Sie sich das vorstellen können. Ungefähr, schauen Sie. Ja, so ist schön das Kleid. Gefällt es Ihnen gut? Ja. Ja? Schön. Die Gedanken der 19-jährigen Jungmutter Jackie kreisen nach wie vor um das Thema Hochzeit. Irgendwie scheint sie unsicher geworden zu sein. Liebt Dominik sie noch wie früher? Ist er der Richtige? Und wie lange sollen sie noch warten? Man kann mich eigentlich eh noch heiraten. Ja, sicher, warum nicht? Nur noch so. Weil jetzt so Alltag eingekehrt ist. Schatzi, schau, der Kleine tut baden. Das sehe ich jeden Tag. Da war gewickelt, gehört er auf. Ja, dann geh wickeln. Da. Das heißt, jetzt hättest du jetzt sparen können, oder? Da, schau. Ja, und? Hat das eine mit dem anderen zu tun? Naja, oft jammerst schon. Was? Ich will schlafen. Kannst du dabei dann den Kleinen nehmen, dass ich lernen kann? Ja, ich lege mich hin ein bisschen. Ich bin ultimiert. Ich muss hocken. Ja, und? Aber im Kleinen kannst du nicht so auf einen Knopfdruck abdrehen, dass er leise ist. Denk nach, bevor du die Fresse aufmachst, jetzt reicht's dann. Was war denn damals im Gitter? Die will schlafen. Ja, na, wenn ich arbeiten gehen muss. Wenn ich um 3 Uhr aufstehen muss. Du kannst dann auch noch weiter schlafen. Ich nicht. Lass dich ein bisschen signieren von mir. Du bist ja nicht setzen. Von meiner Seite ist Liebe noch genauso da wie vor einem Jahr. Das hat sich nicht verändert, es ist nur noch mehr geworden. Ich habe den Dominik schon noch sehr gern und ich würde ihn noch nie mehr hergeben. Die Schalke liebe ich über alles. Gibt keine bessere Frau. Ja, den Dominik liebe ich eigentlich deswegen, weil ich sage jetzt mal, Liebe kann man nicht wirklich bestimmen, sondern wo die Liebe hinfällt. Und dadurch er eigentlich einen sehr super Charakter hat.
Nee, super Charakter will ich jetzt nicht sagen, aber seine Art ist in Ordnung. Was du blöd fragst, willst du mich überhaupt noch heiraten? Ich dich? Ja, warum nicht? Nur halt. Was du deppert fragst? Ja, darf ich nicht fragen. Du fragst mich auch oft Fragen, die was extrem hirnrissig sind. Heiraten will ich die Schacke auf jeden Fall. Ich von meiner Seite schon. Ob sie will, schätze ich einmal schon, ja, hoffentlich. War das eh kein Fehler, dass ich dich gefragt habe nach dem Heiraten? Nein, warum? Ich kann man ja nicht wissen. Oh ja, hast du eh super hingekriegt. Ja, heiraten will ich schon noch, aber erst in ein paar Jahren. Das hat jetzt noch Zeit, sag ich einmal. Oder siehst du das irgendwie anders mit dem Heiraten? Will ich genauso sparen. Es ist auch schön, wenn wir dabei verlobt sind, ja. Hauptsache, wir sind zusammen und halten zusammen. Das ist das Wichtigste. Die Liebe rennt uns ja nicht davon. Die Liebe kann nur mehr werden oder weniger werden, was wir ja nicht hoffen. Aber ich sehe jetzt mal, die Hochzeit hat schon noch Zeit. 3-4 Jahre, dann passt das Geld auch und dann kann man drüber reden. Heiraten können wir in 10 Jahren. Na, wir werden ja sehen, wann und vor allem, ob der Traum von der Hochzeit in Weiß Realität werden wird. Dominik ist auf jeden Fall zuversichtlich. Also wenn ich daran denke, wie die Schacki im Hochzeitskleid auf mich zukommt, ja, wird sicher ein geiler Moment sein. Also, gibt keine schönere Parade wie die Schacki.